Samba tanzt Camila Carvalho einfach meisterhaft. Im Karnevalstreiben von Rio de Janeiro sorgt sie aber nicht nur mit ihren Moves für Aufsehen. Wenn ab kommendem Sonntag die berühmten Paraden durch die brasilianische Metropole ziehen, wird Camila zu den Star-Tänzerinnen der renommierten Salgueiro Samba-Gruppe gehören. Als erste Transgender-Frau. Als Junge namens Wagner Carvalho wurde Camila in einer Favela in Rio geboren. Mit 14 nahm er das erste Mal an einer Samba-Parade teil. Heute, 16 Jahre und 4 plastische Operationen später, ist aus dem glühenden Karnevalsanhänger eine Anhängerin geworden. Für Camila ein Traum. Der Alltag für Transgender ist allerdings in Brasilien nicht so glanzvoll wie der Karneval. Wir stoßen überall auf Widrigkeiten. Ob in einer Bäckerei oder im Nachtclub, überall wird man angestarrt. Alles, was anders ist, ruft Widerstand hervor. Nach Angaben der Organisation Transgender Europe wurden 2017 mehr als 170 Transgender-Menschen in Brasilien ermordet, gegenüber 25 in den USA. Dass sie jetzt als Samba-Star der Transgender-Gemeinschaft eine Bühne bieten kann, macht Camila stolz. Ich bin glücklich, fühle gleichzeitig aber auch eine große Verantwortung. Die Menschen sollten den Straßenkarneval nutzen, um gemeinsam friedlich zu feiern und andere Menschen zu umarmen. Ohne Ausgrenzung, sagt Camila. Der Nachwuchs zeigt sich jedenfalls schon mal schwer beeindruckt.